Wusstest du, dass die Welt der Tiere wie Schutzengel für dich sind und dass deine Haustiere besondere Begleiter in deinem Leben sind und dir ganz viel Heilung und ganz viel Verbindung mitbringen? Wenn du auch ein Mensch bist, der Tiere mag, wenn du eine ganz besondere Verbindung zu Tieren hast, dann kann diese Folge, dieser Podcast dir schöne Erkenntnisse und auch neue Einsichten bringen. Wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du mir zuhörst und wie schön, dass du diesem Thema jetzt folgst und eine neue Seite vielleicht der geistigen Welt, die in Verbindung mit der Tierwelt und der Anderswelt steht, entdeckt. Die Tiere. Tiere gibt es schon seit es uns Menschen gibt und sie sind wahre geistige Begleiter. Sie sind Wesen, die mit uns in den Kontakt treten, um unser Herz zu schulen. Jedes Tier ist ein Herzenslehrer. Und ein Herzenslehrer ist der, der den Verstand des Menschen für kurze Zeit ausschaltet und ihn durch entweder das Streicheln, das Berühren dieses Tieres in die Verbindung zum Herzen führt. Und da wir ja sehr verstandsorientiert durchs Leben gehen, da wir sehr viel denken, da wir sehr viel grübeln, da wir sehr viel Sorgen uns machen, die Drachenwelt hat eins gesagt, dass wir uns angeeignet haben, uns immer Sorgen zu machen und dieses eine Gewohnheit sei, die wir uns abtrainieren könnten, weil wir keine Sorgen in diesem Sinn brauchen. Doch der Verstand ist ein Sorgendenker. Und die geistige Welt hat gewählt, oder das Universum oder Vaterquelle, uns irgendwann jene Kraft zur Seite zu stellen, wo unser menschliches Wesen am allerbesten reagiert, also darauf reagiert. Und das sind die Tiere. Und wenn ein Mensch gar keine Tiere mag oder gar keine Verbindung zu Tieren hat, hat das entweder den Grund, dass er alte Speicherungen, wo Verletzungen und vielleicht auch Gewalt passiert ist, noch in sich trägt und sich dadurch schützen möchte, oder dass sein Herz verschlossen ist und er einfach im Moment noch nicht bereit ist, dieses für sich zu öffnen. Doch es ist mit Sicherheit irgendwo ein Spalt im Herzen offen, der diese Liebe zu dem Tier wieder aktivieren könnte, wenn der Mensch dieses mag. Und Menschen, die ganz stark in die Verbindung mit der Tierwelt gehen oder gingen als Kind, kann das manchmal auch ein Hinweis darauf sein, dass sie sich von Tieren mehr verstanden gefühlt haben, mehr geliebt gefühlt haben und da eine Sicherheit gefunden haben, die sie bei den Menschen nicht finden konnten. Das ist dann eine Art Flucht. Ich flüchte mich in die Tierwelt, damit ich von der Menschenwelt entkommen kann. Und das wahre Reichtum im Leben ist immer der Ausgleich, ist immer das Gleichgewicht und ist immer beide Seiten halbwegs in Balance zu halten. Und diese Tierkraft ist da, damit wir in die Mitte unseres Herzens wieder zurückkehren, damit wir ins Sein kommen. Und deshalb sind die Tiere die Wesen von der großen Muttergöttin, und sie gehören zur weiblichen Linie, unabhängig davon, ob sie weiblicher oder männlichen Geschlechtes sind. Diese Tierkraft, die uns zur Verfügung gestellt wird, ist ein Bote, eine Botin der großen weiblichen Quelle. Und diese weibliche Energie, die schon seit Jahrzehnten lang versucht, mehr auf der Erde Platz zu nehmen, wird jetzt verstärkt durch die Tiere auch noch einmal unterstützt. Und deshalb nähern sich die Tiere auch immer uns Menschen mehr. Das hat energetisch betrachtet auch einen Grund, weshalb der Bär und der Wolf sich immer mehr den Menschen nähern. Sie haben uns was zu lehren. Sie haben uns was zu geben und wir Menschen dürfen ihnen was zurückgeben. Wir Menschen sind jetzt gefordert,
all den Missbrauch, den wir an die Tiere gerichtet haben, all diese Projektion, wo wir die Tiere benutzt haben, in die Heilung zu bringen und das Tierwelt oder die Tierwelt um Vergebung zu bitten. Das heißt, auch wenn sie keine Vergebung von uns Menschen brauchen, brauchen sie wieder das Vertrauen in uns Menschen, dass wir gewachsen sind, dass wir etwas dazugelernt haben und dass wir jetzt verstehen, dass Mensch und Tier zusammengehören, dass sie auch Lebewesen auf dem Planeten Gaia sind und dass sie durch diesen Planet Gaia, durch dieses Menschsein, uns bei der Entwicklung der weiblichen Kraft helfen, auch für die Männer, und vor allem beim Aufbau und der Wiederherstellung der neuen Zeit. Das heißt, sie legen, indem sie uns das Herz öffnen, das Licht auf der Erde frei, das Licht des goldenen Zeitalters. Und deshalb haben wir Menschen jetzt die Aufgabe, zum Wohlwollen aller Lebewesen durch das Leben zu gehen. Jedes Tier als ein Geschenk der großen Muttergöttin zu sehen, als einen Herzensöffner und einen Lehrer, der uns geschenkt wurde, um vom Verstand ins Herz zu gehen, von der Kontrolle des Verstandes, der Gedanken, zurück in die Qualität des Fühlens zu gehen. Denn ein Tier besitzt keinen Verstand. Ein Tier denkt nicht wie wir. Ein Tier ist absolut im Sein. Es ruht in sich, es nährt sich, es holt sich das, was es zum Leben braucht und es ist in einer Art Fürsorglichkeit, in einer fürsorglichen Hüterschaft von Gaia unterwegs. Auch Schädlinge haben ihre Berechtigung, auch die, die vielleicht den Wald im Moment gefährden und so weiter, haben die Botschaft, die Bauern oder die zuständigen Menschen so zu sensibilisieren, dass ein Miteinander und Weg von der Ausbeutung hin zum Wohlwollen aller Lebewesen geschehen kann. Und deshalb ist alles in seiner Richtigkeit. Es ist nicht eine Bedrohung, es ist eine Einladung, das Herz zu öffnen, weg von der Masse, von der Gier, von dem Besitz, von dem Mein, zu dem Wir, zu dem Erkennen, dass wir alle mitverantwortlich sind. Für Gaia, für die Natur und auch für die Tierwelt. Doch dass wir Menschen eine Geschichte in uns tragen, wo wir von der Verbindung zur Natur in die Gier der Natur geraten sind. Wir wollen alles haben und sind kaum bereit, etwas dafür zu geben oder zurückzugeben. Und deshalb geben uns Tiere so unendlich viel, sei es die ganzen Nahrungsmittel. Es wird immer noch so viel Fleisch produziert. Auch wenn Menschen sagen, ich schaue, woher es kommt, ist das Tier ein Geschenk auf deinem Teller. Es wird immer noch so viel oder es werden Milchprodukte zur Verfügung gestellt, Käse, Sahne, Butter und so weiter, die auch von einem Tier kommen. Die Tiere schenken sich uns. Sie stellen sich uns zur Verfügung. Und es gibt die Theorie, dass die Menschen, die Fleisch essen, könnten die Emotion spüren von diesem Angstfeld des Todeszeitpunkts und so weiter. Doch wenn ich es heute mal umdrehe und in die Neutralität bringe, könnte es auch sein, dass wir, wenn wir bewusst vielleicht Fleisch essen, dass wir auch die Freude aufnehmen können, die sich dann in unser Herz hineinlegt als dankbares Geschenk an die Tierwelt und dass wir erkennen, wenn ich es bewusst esse, kann es vielleicht auch mein Herz öffnen. Wie wäre vielleicht mal diese Ansicht? Ich esse seit 20 Jahren kein Fleisch, doch ich könnte mich an diesen Blick gewöhnen, an diese Einstellung gewöhnen, dass es nicht immer nur ums Negative geht. Wir glauben immer, wir müssen die negative Seite aufbauen.
entdecken und sagen, wie schlimm das ist und dass wir da Aggressionen mitessen und das Gift und das Antibiotika. Doch wenn sie Lehrer des Herzens sind, vielleicht öffnen sie auch durch das bewusste, dankbare, so wie es die Schamanen gemacht haben, Praktizieren eines Rituals, wenn ich Fleisch zu mir nehme, mein Herz vielleicht dadurch ein bisschen geöffnet wird. Und bis wir irgendwann alle mehr zu Vegetariern werden und nur mehr dieses Fleisch essen werden, was wirklich in der Notwendigkeit steht und was wir wirklich brauchen. Davon bin ich überzeugt, dass das die neue Zeit ist. Doch der Weg dorthin braucht mehrere Etappen der Sichtweise, damit wir erkennen können, wohin uns diese Herzenskraft führen möchte. Haustiere sind vor allem ganz enge Verbündete mit den Menschen, die die wahre Herzenswärme wieder in das Leben bringen. In atlantischen Zeiten hat jedes Kind einen Hasen zur Seite gestellt bekommen, weil der Hase das Mitgefühl des Kindes schulte. Haustiere schulen das Mitgefühl, schulen die Hingabe, schulen ich stelle mich mal zurück, ich gebe dir was, weil ich es tausendfach an Liebe und Seinsqualitäten zurückbringe. Katzen gleichen enorm die Energien aus. Sie transformieren Blockaden, Lebensfluss, Versperrungen, Verengungen. Sie sind für uns Frauen, für die Gebärmutter ein heiles Instrument, ein heiles Werkzeug, eine Medizin, die wahrlich Wundervolles bewirkt. Vögel erweitern unseren Geist, unser Bewusstsein der allumfassenden Beweglichkeit. Wenn wir Ameisen haben, sind es die Polizisten des Lebens, die um uns sind. Wenn wir die Eidechsen um uns haben, sind es einerseits die Grüße der Drachen, der Schlangen, doch auch diese Macht, die wieder zurückgehen darf, die Heilung von Ohnmacht und Macht. Ziegen, Schafe, Schweine, was auch immer, jede Göttin hatte ein Tier an ihrer Seite, weil das die Wächter des Herzens sind, weil das die Bemühungen sind, Menschen zusammenzuführen, Menschen durch den Verstand mit dem Herz zu verbinden. Und deshalb hat jedes Tier eine Botschaft für dich. Ich liebe Tiere, ich fühle mich ihnen ganz, ganz nah und ich sehe in jedem einen Lehrer, einen Botschafter, der mir was schenkt, der mir was überbringt, der mir was lehrt. In ihnen liegt für mich die Heiligkeit des Lebens. In ihnen liegt für mich die unendliche Dankbarkeit, die die Anderswelt mit der Menschenwelt verbindet. Denn die Tiere sind die Wächter dieser Welten. Und deshalb ist es wichtig, dass du dir zu- und eingestehst, dass du eine starke Verbindung zu Tieren haben darfst. Das heißt nicht, dass du eines besitzen musst. Dass wann immer du beispielsweise eine Kuh siehst, dass du dich ganz dankbar vor sie hinstellst, denn sie steht für die Fülle und für die Schönheit, für den Reichtum, kosmische Galaxien auf die Erde zu bringen durch ihre Hörner, dass du sie segnest, dass du mit ihr in die Einheit gehst, dass du durch sie etwas mitnehmen kannst, dass du, wann immer du ein Tier siehst, ganz kurz auf dein Herz denkst, vielleicht auch deine Hand auf dein Herz legen möchtest und einfach diese Energie empfängst, auch wenn du nicht wissen musst, genau wofür sie steht. Und wenn du diese Energie empfängst, wenn du in dieser Energie zu Hause bist, kann die Energie auf allen Ebenen, auf allen Bewegtfeldern frei zu fließen beginnen. Kein Tier ist ein Schädling, keines. Jedes Tier, auch die Zecke, ist wichtig für diese Welt. Es würde kein Tier erschaffen worden sein, das nicht nützlich sein. Und wenn du bereit bist, in die Aussöhnung mit allen Tieren zu gehen, kannst du forschen, kannst du der Wissenschaft vertrauen, die mit Sicherheit dir belegen wird, dass auch eine Zecke etwas Nützliches ist oder etwas anderes, was dir nicht so ganz geheuer ist für diese Erde. Die Pärenqualität, die Gebärmutter, wo die Pärin schon drinnen steckt, ist das Heilige unserer weiblichen Kraft. Sie ist die Hüterin, die Wächterin der Geborgenheit, die uns eine Art Schutzmantel übergibt, die das Weibliche wahrt. Sie nähert sich,
Der Wolf ist ein Führungshüter, eine Führerin, die uns lehrt, dem eigenen Instinkt wieder zu vertrauen, die uns lehrt, uns nicht von irgendjemand führen zu lassen, sondern im eigenen Herzen wieder als Führer anzusehen. All diese Tiere sind wahre Heiler und Lehrer. Und wir wollen sie abschießen, wir wollen sie vernichten. Ich möchte auf dieses Thema auch nicht ein, weil ich bin da überhaupt nicht informiert. Ich kann es nur aus energetischer Ebene, aus der spirituellen Ebene beschreiben. Doch der Weg ist einfach, Weg zu machen, ist nie die Lösung auf Langfristigkeit, auf Nachhaltigkeit. Es geht darum, sich zu fragen, warum seid ihr wieder hier? Was ist passiert auf wirtschaftlicher Ebene, auf politischer Ebene, auf Naturebene? Und ich betrachte halt die spirituelle Ebene, die nur eine Ergänzung zu allen anderen Theorien ist. Doch es geht darum, dass wir hier beim Herz beginnen. Und jeder Mensch wird jetzt gefordert sein, sein Herz zu öffnen. Jeder Mensch. Und wenn wir dieses Herz öffnen, wenn wir diese Bausteine des Verstands, der Destruktivität, der Negativität, diesen ganzen Verrat, den wir an die Natur und an die Tiere gemacht haben, in die Aussöhnung bringen, dann kann es nichts Schöneres geben, wenn Mensch und Tier zusammennehmen. Das hat es immer schon gegeben. Der Esel, der transportiert hat, die Pferde, die Arbeiter, Helfer waren. Der Mensch hat immer schon mit dem Tier zusammengelebt. Manche Menschen, die Tiere wirklich liebten und ihnen dankten, hatten ein wunderschönes Sein und haben unterbewusst enorm viel Heilung bekommen. Andere wiederum, die es ausgenutzt haben, dürfen jetzt die Rechnung begleichen. Das Leben, das ist Karma. Karma ist keine Bestrafung. Karma ist nur, dass ich die Verantwortung für alles, was ich tue, für alles, was ich entscheide, für alles, was ich nicht entscheide, übernehmen muss und irgendwann die Rechnung ausgleichen darf. Und dann ist es vollbracht. Und wenn es vollbracht ist, ist es einfach wieder freigelegt, ist es neutral. Und in diesem Kontext lade ich dich ein, wenn du das Gefühl hast, dass du Tiere ungerecht behandelt hast, wenn du noch etwas offen hast, dann entweder geh zu einer Tierkommunikatorin oder buch dir ein Channeling oder geh einfach in dein Herz und bitte um Vergebung. Wenn du Menschen siehst, die Tiere ausbeuten oder die Tiere ungerecht behandeln, segne alles. Segne es über das Herz, segne es durch die Liebe, segne es zum Wohle aller. Beginne zum Wohle aller Lebewesen, die die Tiere mit einbinden, durchs Leben, denke so, handle so, denn das ist dein Karma, das ist die Rechnung, die du dann ausgleichen wirst. Und wenn wir respektvoll mit Gaia umgehen, wenn wir respektvoll und wissend mit Tieren umgehen, dann haben wir immer eine wunderschöne Rechnung am Ende des Lebens, die wir begleichen dürfen. Und deshalb sind Tiere Lehrer. Und ich wünsche mir, dass du nach diesem Podcast die Tiere anders siehst. Dass du die Tiere über dieses Herz in dein Leben treten lässt. Dass du jedes Tier, auch noch so jedes Kleinste, wahrnimmst. Ich weiß, wenn ich zur Beerdigung meiner Freundin gefahren bin, da sind neben meinem Auto zwei Rehe hergaloppiert, so nahe, dass ich wusste, das ist ein Zeichen, das ist eine Botschaft der Anderswelt. Und deshalb jedes Tier, das mir begegnet, auch die Hummel, die gerade hierher geflogen ist, ist die Lehrerin. Die Hummel bringt immer Heilung. Die ist mir gesandt worden. Ich lebe für mich gefühlt in einem Baumhaus. Und wir haben zwei Raben da drüben, wir haben Rehe, die manchmal auch sogar vors Zimmer rennen. Wir haben Ameisen, wir haben Eidechsen, sogar jetzt hat die Katze eine kleine Schlange gebracht. Wir haben ganz viele Tiere hier. Und diese Tiere, die geben mir eine enorme Energie. Die sind für mich zum einen die Brüder und Schwestern der Anderswelt, die Hüter zwischen all den Welten, weil wir leben in einer Menschenwelt, in einer Anderswelt und in einem himmlischen Feld, das in der Engelswelt. Und diese sind einfach für mich diese Transporter, diese Qualitätsbringer und enorme Lehrer und Reichtumsgüter auf Erden.
mit uns leben zwei Katzen. Irgendwann werde ich einen Hund besitzen, weil ich spüre ihn energetisch schon seit vielen Jahren. Und das ist das Leben. Und ich hatte es früher nicht so mit Tieren. Doch das hat sich entwickelt. Und je offener wir im Herzen werden, umso mehr nähern sich uns die Tiere. Weil wir ein Miteinander haben. Wir lebten und leben mit Tieren zusammen. Und das ist der Beginn und die Fortsetzung eines neuen kosmischen Zeitalters. Und wenn auch du mehr in diese Energie eintauchen möchtest, wenn du mehr so denken möchtest oder fühlen oder wahrnehmen möchtest wie ich und alle anderen Menschen, die dich einfach faszinieren und inspirieren, ist die Gruppe der Pioniere ein Ort, wo du verstehen kannst, wie es sich anfühlt, in der Liebe zu denken und in der Freiheit zu fühlen. Komm zu uns, wenn du bereit bist, ein Pionier zu sein. Dafür braucht es eine Bereitschaft. Dafür darfst du die Opferrolle abgeben, darfst du auch das alte, gewalttätige Feld abgeben. Das meine ich jetzt in Bezug auf die Tiere, in das wir einmal Grenzen überschreiten, dass wir glauben, uns gehört die Welt. Wir können stärker wie die Natur sein. Das niemals gehen wird. Ich hatte seit Kindheit an schon so Respekt vor jedem Gewitter, jedem Sturm, jedem Wasser, weil ich um die Kraft dieser Elemente weiß, weil ich mit ihnen auch ganz stark zusammenarbeite, vor allem auch in der Engel-Naturwesen-Welt sind die Elemente ein ganzer Baustein der Ausbildung. Und deshalb weiß ich, dass ich nie stärker sein werde, hätte ich auch nie das Interesse als die Elemente, als die Natur. Doch wir glauben, wir können uns über alles stellen, auch über die Tiere. Dabei verlieren wir immer mehr unsere Herzensqualitäten. Und deshalb wollte ich unbedingt diesen Podcast machen, weil wir Tiere am Herzen liegen, weil ich für sie spreche und weil ich für alles spreche, auch für die Kinder, für Dinge, ob das über Alkohol ist und so weiter, wo ich einfach einen Zugang der geistigen Welt geschenkt bekommen habe, für den ich unendlich dankbar bin, Dinge aufzudecken und sie auf einer ganz anderen spirituellen Ebene zu beschreiben, damit wir gemeinsam erwachen können. Deshalb danke fürs Dasein, teile bitte diese Folge, schenk mir einen Kommentar, ein Like, hör nicht nur still hin. Diese ganzen Netzwerke belohnen uns, wenn etwas passiert, wird interagiert, gib mir etwas zurück für das, was ich dir hier schenken durfte, indem du mir einfach ein Like gibst, ein Herz, ein Kommentar oder die Folge wirklich da ist. Dafür bin ich dir sehr dankbar, da sind auch wir schön im Ausgleich. Und in diesem Sinn erfreue dich an allen Tieren, die nach der Folge dir mit Sicherheit auffallen werden, die jetzt in dein Leben treten, weil sie darauf gewartet haben, auch deine Lehrer des Herzens sein zu dürfen. In diesem Sinn, ansonsten komm in unsere Gruppe der Pioniere, da wirst du noch mehr darüber erfahren und sei in aller Liebe, in aller Freude, in aller Dankbarkeit einfach diesem Leben würdig, sei unterwegs und wisse, dass alles, was dir begegnet, ein Zeichen und eine Botschaft der wunderbaren Welten der geistigen Sphären sind. Alles, alles Liebe.